Hey liebe Leute, ich bin wieder am Start. Danke für die gute Besserungsgrüße. Mir geht's diese Woche auf jeden Fall schon viel, viel besser. Ich habe wieder Energie, Videos für euch zu machen und auch wieder zu sprechen. Ich kann wieder klar denken, also danke an euch. Ich habe für euch diese Woche ein Inspired by Ariana Grande Video, denn es gibt einen Grund dafür, warum ich sie gewählt habe. Morgen bin ich auf ihrem Konzert und zwar in Köln in der Lanxess Arena. Ich hoffe, irgendjemand von euch ist vielleicht da und wir können eine coole gemeinsame Zeit auf dem Konzert verbringen. Das wäre natürlich voll cool. Ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob da irgendjemand von euch hingeht. Das würde mich super interessieren. Ja, aber so viel dazu. Hoppen wir doch direkt ins Video. Was fällt euch bei Ariana Grande ein? Ich finde auf jeden Fall, ihr Ponytail ist ein sehr significant thing und ihr high-waisted Rock oder ihr Stil ist einfach ziemlich feminin. Sie trägt gerne Kleider und Röcke und alles, was puffig und süß ist. Sie ist aber auch eine, die sehr gerne das Süße mit dem Sexy kombiniert. Und das habe ich versucht in meinen drei Outfits irgendwie mit einzubringen. Ich hoffe, euch gefallen die Looks und wir starten mit dem ersten. Der erste Look ist eher ein bisschen reifer und auch simpler als alles, was danach folgt. Ich habe mich ein bisschen von dem Love Me Harder Video inspirieren lassen. Ich habe mich für ziemlich basic Teile entschieden, einen Midi Pencilrock und einen Leder Crop Top. Obwohl die beiden Teile ziemlich einfach geschnitten sind, gibt das Lederoberteil dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kick. Ich habe das Ganze ein bisschen runtergetönt mit einem Cardigan. Das Outfit könnt ihr dann auch ganz schnell wieder umswitchen für einen Abendanlass, für einen Clubbing-Moment oder für eine Party. Ihr braucht dazu einfach nur eure Schuhe wechseln, ein paar Accessoires drauflegen und ja, dann seid ihr eigentlich sexy genug, obwohl es einfach wirklich nur zwei Teile sind, die das Ganze ausmachen. Ihr braucht echt nur ein paar Accessoires und das ganze Outfit ist komplett ein neues. Bei dem zweiten Outfit gehen wir dann schon ein bisschen mehr in die Richtung Süß und Ariana. Ich habe mich auf jeden Fall super gefreut, dass ich auf dem Trödel ein paar Katzenohren gefunden habe. Ich konnte mir einfach die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das auf jeden Fall in dieses Video mit einzupacken. Da die Ohren ja schon ziemlich auffällig sind und Eyecatcher genug, habe ich mich von allen anderen Accessoires ein bisschen entfernt. Ich habe eigentlich nur noch auf die Textilien von meinem Outfit geachtet. Mein Skaterrock hat mit seinem Lederimitat und den Knöpfen vorne auch schon genug Eye-Catching-Effekt und deshalb würde ich da auch eher vom Oberteil her alles simpel halten. Ich habe ein ganz simples, graues, ein bisschen verwaschenes Crop-Top an, was hinten ein bisschen offen ist. Bei den Schuhen habe ich auch nicht zu viel übertreiben wollen, deshalb habe ich einfach nur meine simplen weißen Vans an. Und dritten Outfit. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt alles mitverfolgen können. Ich habe bei dem dritten Outfit auf jeden Fall ein Thema und zwar Pünktchen, 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 Pünktchen. Ich habe mein Ponytail ein bisschen höher gesteckt und dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Volumen gegeben, indem ich ein paar Wellen reingemacht habe. Ich habe einen Skaterrock an mit Pünktchen. Ich finde, das Ganze erinnert auch ein bisschen an Minnie Mouse und Daisy Duck, einfach vom Stil her. Dieses süße und klassische mädchenhafte Röckchen, Kleidchen. Das finde ich ist sehr passend zu Ariana Grande und
repräsentiert sie einfach super. Da der Rock schon ziemlich kurz und verspielt ist mit seinen Punkten, habe ich das Oberteil eher ein bisschen klassischer gehalten. Ich habe einen Crop-Top an, was auch noch zusätzlich einen sehr hohen Kragen hat. Ich finde, das Ganze gibt ihm auf jeden Fall einen reiferen Look. Und das ist das, was bei Ariana Grande ziemlich oft passiert. Sie ist zwar verspielt und süß, aber irgendwie auch sexy. Bei den Schuhen konnte ich mir das nicht entgehen lassen und musste auch wiederum ein paar Punkte hinzufügen. Dabei habe ich einfach meine ziemlich transparenten Pünktchensocken von H&M an und die dann in coole, simple Pumps gesteckt. Dadurch gibt das dem Schuh noch ein bisschen mehr Pusher und dem Outfit auch. Und im Gesamtpaket seht ihr aus wie eine coole, aufgefreshte Ariana Grande inspirierte Minnie Maus, sag ich mal. So, das waren meine drei Looks zu Ariana Grande. Ich hoffe, euch haben die Looks gefallen und ihr gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Abonniert diesen Channel doch einfach für noch mehr Videos von mir und ich sehe euch dann ganz bald in meinem nächsten Video. Also, tschüss!